Romina Palm spricht sich an. Für einige Wochen wurde spekuliert, ob der nächste Deutschlands nächste Top-Modellkandidat und Stefano Zarella getrennt sind. Das Liebesmodell machte dann eine Pause. Jetzt ist Romina zurück und spricht wieder über die gescheiterte Beziehung. Steff und ich haben uns vor einiger Zeit bereits getrennt. Wir haben professionell privat immer noch eine sehr gute Beziehung und es ist auch wichtig, dass wir dies weiterhin beibehalten. Für niemand ist einfach. Sie, ihr Ex, wollen positiv in die Zukunft blicken. Ich bin super gehalten, was das nächste Mal zu mir kommen wird. Ich bin zum ersten Mal in meinem Leben allein, sagt das Modell. Da sie immer die nächste von einer Beziehung begonnen hatte, ist dies jetzt eine völlig neue Situation für sie. Um sich an ihr Leben als Single zu gewöhnen, hatte Romina ein wenig Pause eingelegt. Ich habe mich in den letzten Wochen nur Zeit genommen, war 3 Wochen lang offline und habe soziale Medien völlig vermieden, sagt der Redhead. Little Break war sehr gut für sie. Ich konnte mich wirklich auf Dinge konzentrieren, die ich lange vor mir drängte und auch alle Jobs abgesagt habe, erklärt sie. Stefano Zarella, Romina Palm und ihr Verlobter Stefano Zarella.